Hassan! Guten Morgen, Hassan. Kommst du mit? Ich will zum Hafen gehen. Ach so, entschuldige, du darfst ja nicht. Ja, die Krüge. Der Alte lädt dir den Wagen immer viel zu voll. Er ist viel zu schwer. Irgendjemand muss ihm das endlich mal sagen. Oh nein, Sinbad, bitte nicht. Ich kenne dich. Wenn du von Zagen redest, dann meinst du Schreien. Und der weiß doch, dass wir miteinander befreundet genau sind. Genau deshalb will ich ihm meine Meinung sagen. Oh, jetzt habe ich schon wieder geschrien. Komisch, du hast recht. Ich sollte wohl lieber doch nicht mit dem Alten reden. Ich helfe oh, dir danke. Schon, dann geht es leichter. Der Junge ist genau das, was ich suche. Er ist arm und er kann Geld gebrauchen. Für Gold holt er mir die Sterne vom Himmel. Wasserkrüge, Wasserkrüge, das Wasser gibt's umsonst. Kauft, Leute! Wasserkrüge, schöne und große. Ach, Sinbad, es will sie ja doch keiner haben. Herrliches, kaltes, elektrisches Wasserkrüge, besonders billig und haltbar. Wasserkrüge, Wasser! Wir haben sie fast alle verkauft, Hassan. Danke, Sinbad. Alleine hätte ich das nie geschafft. Und außerdem hat es zusammen viel mehr Spaß gemacht. Ich hab dir gern Danke. Geholfen, das weißt du doch. Die anderen wirst du morgen leicht los. Du musst nur früher aufstehen. Sehen wir uns morgen? Ja, natürlich. Nur noch 3 Krüge. Schade, dass ich die nicht auch verkauft habe. Verkaufst du die Wasserkrüge oder möchtest du sie behalten? Selbstverständlich verkaufen. Damit wechseln die Krüge oh, den Sophie. Besitzer. Sie müssen sehr reich sein. Die Krüge werden Ihnen gefallen. Sie sind schön und haltbar. Der alte Ahmed macht die besten Wasserkrüge von Bagdad. Weißt du es nicht oder bist du nur ungezogen? Hm? Es könnte natürlich sein, dass du es wirklich nicht weißt. Du warst noch sehr klein da. Was weiß ich nicht? Dass ich dein lieber Onkel Chin bin. Was, mein Onkel? Ich hab überhaupt keinen oh, Onkel. Doch, mein lieber Neffe, du hast einen Onkel. Und wenn ich gewusst hätte, dass es euch so schlecht geht, dass du Wasserkrüge verkaufen musst, wäre ich früher zurück nach Bagdad gekommen. Ja, seit mein Vater gestorben ist, geht's uns nicht besonders gut. Was? Mein lieber Bruder ist gestorben? Warum habt ihr mir keine Nachricht zukommen lassen? Ich habe mich so auf ein Wiedersehen gefreut. Ja, aber wir haben's doch gar nicht gewusst gehabt. Ah. Ich kann zwar meinen über alles geliebten Bruder nicht begrüßen, aber ich kann doch wenigstens seinen Sohn in die Arme schließen. Ich freue mich, dass du so ein hübscher Junge bist. Willst du nicht heute Abend mit mir nach Hause kommen und meiner Mutter guten Tag sagen, Onkel? Nicht heute. Ich bin gerade erst nach Bagdad zurückgekommen und habe natürlich noch allerhand zu erledigen. Das verstehe ich. Aber kommst du morgen? Gern. Bitte grüße deine Mutter von mir und gib ihr das. Es ist aus reinem Gold. So ein großes. Vielen, vielen Dank, Onkel. Onkel, wo bist du? Aber Onkel, wo bist du denn hin verschwunden? Versteckst du dich? Hassan, ist dein Onkel schon gekommen oder wartest du immer noch? Nein, leider noch nicht. Vielleicht weiß er ja gar nicht, wo du wohnst. Weißt du, was komisch ist, Sinbad? Meine Mutter behauptet, wir hätten gar keinen Onkel. Und seitdem zerbreche ich mir den Kopf darüber, was ich denke. Vielleicht hat dich der Mann verwechselt. Siehst du, darüber habe ich auch die ganze Zeit nachgedacht. Wir auch. Dann musst du ihm auch das Gold zurückgeben. Bist du verrückt? Er hat es geschenkt bekommen und er kann es gut gebrauchen.